Das Weihnachtsgeschäft 2017 steht vor dem Endspurt. Auch wenige Tage vor Heiligabend brummt das Geschäft an der Zürcher Bahnhofstraße. Die Zürcher Geschäfte melden wieder bessere Umsätze als in den Vorjahren. Im Vergleich zu den Jahren 15 und 16 läuft es viel besser. Wir sind durchaus zuversichtlich, dass wir auch heuer einigermaßen gute Zahlen schreiben werden. Sie sagen einigermaßen gute Zahlen, sind Sie doch nicht ganz zufrieden? Nein, wir sind es nicht. Wir merken natürlich nach wie vor den Währungsdruck und auch den Druck der Digitalisierung. Laut einer Studie von Ernst & Young beträgt das durchschnittliche Schweizer Budget für Weihnachtsgeschenke in diesem Jahr 292 Franken pro Kopf. Immerhin 70% der Einkäufe wollen die Befragten im Inland tätigen. Bereits ein Sechstel der Geschenke kaufen Herr und Frau Schweizer aber online. Bei Digitec Galaxus, der Schweizer Nummer 1 im Onlinehandel, bestätigt man, dass der Onlinehandel gegenüber dem Vorjahr nochmals zugelegt hat. Wir sind sehr zufrieden mit dem Umsatz. Das Geschäft läuft sogar noch besser als letztes Jahr und über unseren Erwartungen. Im Versandzentrum im aargauischen Wohlen herrscht Hochbetrieb. Werden an normalen Tagen bei Digitec Galaxus 10.000 Päckchen verschickt, sind es vor Weihnachten doppelt so viele. Der Onlinehändler stellt dabei einen Trend fest. Die Konsumenten kaufen ihre Geschenke immer kurzfristiger. Dasselbe gilt auch für die Läden an der Bahnhofstraße. Großer Wermutstropfen in diesem Jahr, da der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, bleiben die Läden am umsatzstärksten Tag geschlossen. Im Gegensatz zum Onlineshop.